Herzlich willkommen zurück hier auf PewTube zum dritten Teil des dritten Falls von Sherlock Holmes Crimes and Punishments. Das Blutbad. Mir ist übrigens aufgefallen, dass das ein ganz schlechtes Wortspiel ist, weil es geht ja nicht um ein Blutbad in dem Sinne. Es gab ja bloß einen Toten mit ein bisschen Blut, sondern ein blutiges Bad quasi. Ist ja ein Dampfbad gewesen. Wir haben in der letzten Folge. Ich muss mal ganz kurz schauen, habe gerade meine Lautstärke verstellt. Wir haben in der letzten Folge diese beiden Herren befragt zu dem Mithras und dementsprechend Please Dolch. Wir fragen escort ihn mal me. noch, ob er auch was weiß. The paintings in the baths are focused on Mithras, I understand. Yes, they are what make this place remarkable. And that is why Sir Rodney came here? He believed that the golden knife, which is an ancient ritual item, was hidden somewhere around the baths. I admit that it would be wonderful if it were true. And you are not concerned by the reputation of this artifact. You mean the curse? Before someone is dead, it is a blessing. After they are dead, well, then it becomes a curse. So, hätten wir jetzt mit allen gesprochen. Wir hatten noch eine Verbindung, die wir ziehen konnten. Garrow leidet unter seinen extremen Fixierungen auf den Mithras, und zwar so sehr, dass ihn in seine Obsession in den Wahnsinn getrieben hat, was durch das Medikament, das er einnimmt, nur noch verstärkt wird. Garrows Schwäche. Garrow leidet an Melancholie. Er ist ein Opfer der Übermedikation, was seine Halluzination und sein unberechenbares Verhalten erklärt. Der Schock über Sir Rodneys Tod hat seinen Zustand noch verschlechtert. Wenn wir das so machen, kommen wir hier noch vielleicht auf einen Punkt. Aber wir müssen halt noch was zu der letzten Expedition rausfinden. Ich würde einmal sagen, wir gehen, weil er das ja eigentlich nochmal wollte, einmal nochmal in die Therme. Aber der Silberdolch passt halt wieder nicht zu der Variante, dass der nette Herr Garrow ja eigentlich, er hat ja was davon erzählt, dass er das Silber in das Feuer geworfen hat, um quasi, ja, sich da rein Mr. zu waschen Holmes, vom Fluch. we've cleared the corridor to the Frigidarium. You can visit it now. Thank you, Mr. Phillips. Und außerdem sprach er ja auch davon, These baths are becoming sinister. Was Goldenes durch die Luft geflogen ist. Kein anderer hat das ja gesehen. Deswegen gucken wir, ob wir hier noch was Neues finden können. Nee. Dann gehen wir ins Frigidarium. Im Kühlraum. Okay, hier ist es eingebrochen. Ist das eigentlich eine unserer Aufgaben, dass wir das... So richtig viel zu sehen gibt es hier aber bisher noch nicht. Dieses komische... Oh. Ein Dreizack. Perhaps I could find some clues by activating the flagstones. Also, ein Dreizack würde ja zu Neptun passen. Also
Also sie hoffen jetzt eigentlich, dass sich hier irgendwas bewegt. Sehe ich das richtig? Helm. Okay. Schiff. Zyklop. Kommt mir eigentlich alles relativ. A hidden symbol. Meinst du bei den anderen eigentlich auch versteckte Symbole? Nein. Skorpion? So. Heeresstab. Hermesstab. Okay, wir haben jetzt alle gedrückt. Oh, hier ist auch ein Symbol. A symbol. Also grundsätzlich sieht das ja so aus, fang hier quasi an, geh nach links außen. Und dann die Linie lang. Hier ist auch ein Symbol. A hidden sign. Now I have all the clues to help me find where these symbols are leading. All I need is imagination. Macht ja auch keinen Sinn, oder? Also da hätten wir jetzt zumindest diesen Kreis zusammen. Ah, doch, das macht Sinn. The signs are pointing to this bus. Okay. Was ist die? Die da drüben. Okay. Also es wäre jetzt krass, wenn da wirklich dieses Ding drin wäre. So viel zu dem Thema mit dem... Okay. Hat sich jetzt hier was geöffnet? Hallo? Oder war es jetzt hinter der Büste? Ah ne, hier hinten diese Tür. Aber hier hängen ja Seile runter.
Okay. Also er hat das schon gewusst. Und, what is this place? I am unsure, Watson, but everything points to the fact that it was the last place visited by Sir Rodney Bentcliffe. We are approaching the end of this mystery. Okay. Nehmen wir uns mal sicher, jetzt aber die Lampe mit. A broken glass plate. What is it doing here? I should examine it at Baker Street. Das ist die Fotoplatte, die da gefehlt hat wahrscheinlich. How very peculiar. An ice maker. Why would Sir Rodney have brought such a device here? Genau, stecken wir erstmal das ein. A sack of crude salt. Ist das nicht Dingens, der den Stier umbringt? Mithras, the god, clothed in Anatolian costume and wearing a Phrygian cap, killing the bull. This fresco resembles either a ladder or a hierarchy. Okay. This fresco resembles either a ladder or a high. Okay. Mumien. Mummified bodies. We're in some type of catacomb. This shoe is not from the Roman era. It is medieval at best. This man was a tomb raider who met with an unfortunate end. Tomb Raider, Lara Croft quasi. How dreadful. Judging by the broken orbit, this poor fellow met a death similar to Sir Rodney's. By the eye, he was punished, for he saw that he was not worthy. Dreadful. Schon seltsam. I'm always wondering what's on your mind, Holmes. Mummified bodies. We're in some type of catacomb. Okay, hier geht's noch weiter. The pillar collapsed a long time ago. Mummified bodies. We're in some type of catacomb. Ich war gerade irgendwas. Grünes, giftiges. So sah es zumindest aus. Ob das nun giftig war. Okay, hier scheint aber nichts weiter zu sein. Oh, hier ist so ein Schild. Haben wir hier so ein Schild? Ein Reliefding nicht gefunden? Als wir bei dem da im Büro waren? Okay, das scheint aber nicht hierher zu gehören. Mummified bodies. We're in some. We cannot go any further. Hmm. Mummified bodies. We're in some type of catacomb. A shovel, not from the Roman era. Hier war halt irgendwie drin und hat halt irgendwas gemacht. Ich würde ja gerne dieses Ding da mal anwählen, aber kann ich nicht. Also es sieht halt aus wie diese Metallplatte, die wir vorhin in dem Büro. Hä? Was zum? The fire casts a shadow upon the floor. Ha.
Okay. Es wird immer mysteriöser. Also ja, es gibt hier... Zünden wir noch das letzte an. Das hier haben wir, glaube ich, schon entzündet. Genau. Also gehen wir jetzt noch zur vierten Säule. Das ist ja schon... witzig. So, jetzt haben wir alle Schatten. Eine Figur. Eine Brücke, ein Stier und Neptun. That is the symbol of Neptune, the god of the sea. It resembles a bull. This shadow seems to represent a bridge. It is very similar to the face of Mithras. The shadows show us the way to go. We will find Mithras after Neptune, the bull, and the bridge. Aber wir hatten ja diese Symbolik schon mal gesehen. Neptun, Bulle, Brücke. Ist halt die Frage, ob man das hier machen muss oder ob man das... Wir hatten doch... Man hat ja alles angeguckt. Also. Ich glaube, wir müssen tatsächlich zu dieser anderen Ausgrabungsstätte, weil die ja irgendwie im Zusammenhang steht. Hier können wir ja nichts mehr machen. We don't have many leads here. Also ich würde sagen, wir fahren erstmal in die Baker Street, gucken uns die Fotoplatte an. Dann zu dieser Ausgrabungsstätte probieren wir die Dings zu verstellen. Okay. Okay, wir haben gar nicht mehr so viele Hinweise, also müssen wir... Na ja, schauen wir mal. Wieder ein Schieberätsel. Packen wir das mal hier hin. Das muss dann mutmaßlich hier hin. Also zumindest reagiert es fair. Dass man das ja auch ein bisschen grob hinlegen kann. Weil nicht wie zum Beispiel bei dem Schiff damals, bei dem Schwarzen Peter, wo man das ja so haargenau hindrehen musste. Okay. Fotoplatte haben wir. Done. Watson, could you please use this negative and your photographic equipment to process the photograph? Thank you, Watson. Now I must use reagents to develop the photograph. Ich glaube, den Fall probieren sie tatsächlich so ein bisschen. Okay, das. Können wir dann so machen? Wie anstrengend das damals gewesen sein muss, Fotos zu entwickeln. Naja, überhaupt Fotos zu haben, war glaube ich schon ein ziemlicher Fortschritt. Okay.
Okay, hier ist irgendwer mit irgendwem drauf. Da oben ist noch Schrift. So, ich glaube, das wäre es. Ice cream in the desert. We are indebted to the Romans who developed the technique. Ice cream. Ice. Salt. Another archaeologist, most probably. The pyramids of Giza in Egypt. Sir Rodney. Okay. So that's it. Salt and crushed ice may help to create ice cream. Hmm. Dann machen wir noch das Eisexperiment. If I wish to shape the ice knife, then I need to pour water inside the mold. Ice, salt, and then the mixing. It should be elementary. We need to reach minus 20 degrees Celsius to fully freeze the water inside the mold. Before beginning, I must remember that I have enough ice and salt for no more than 4 attempts. A block of ice. I have only to use my ice pick. Holmes, look. The temperature is reducing. Ice, salt. A block of ice. Ice. Yeah. Block of ice. It's empty. We cannot be making it correctly. Let us try again and be precise with the timing. Ice, salt, before beginning. I think that ice should be. Warum denn zuerst Eis? Ice. Ja, ach man. Warum kann der nicht mit dem Pickel direkt auf das Dings gehen? Oh, look. The temperature. Ice. So Gott! Ice. Gucken, ob das reicht. Das reicht natürlich nicht. Eis. It's. So, ich hatte nochmal so. Oh Gott. We cannot be making it correctly. Let us try again.
ice, salt before beginning. Home, good. Temperature. A block of ice. Warum springt der denn da immer rüber? Das ist doch scheiße. It's empty. We can't be making it correctly. Was habe ich jetzt gemacht? Ice, salt. Before beginning, I must remember that I have enough ice and salt for ice. So hat man das schon mal untersucht. Also wir müssen mit Eis anfangen. Hey, look. The temperature is reducing. Wieso steigt denn das da schon wieder? Das kann ja nicht wahr sein. Ich habe doch jetzt quasi zweimal Eis gemacht. Warum? A block of ice. Wenn mir das jetzt nochmal passiert, oh, das ist doch schon wieder extrem nervig. Aber ich komme halt auch bloß auf minus 10. Eis. Was? Ich probiere es jetzt noch einmal, wenn es dann nicht klappt. Dann muss ich das leider überspringen, weil wir wollen natürlich auch nicht. Hey, look. The temperature. Okay, wir sind zumindest auf minus unter minus 10. Jetzt könnte es reichen. Vielleicht. Haben wir nochmal Salz? It's empty. Warum reicht das nicht? Ice, so. We ja, aber wir haben. Hä? Das war doch aber fast so weit, oder nicht? Ice, before beginning. Ice. Look, the temperature. Das wäre jetzt, ist jetzt dämlich, wenn ich halt jedes Mal. Wenn ich einfach zu früh reingekippt hätte. Ist dann ernst oder was? Ach Gott! Wer denkt sich denn sowas aus? Tja, jetzt hat man ein Eis durch. For a cold-blooded murder. An ice knife. A surprising and yet a very brilliant idea. It's the perfect weapon. It enables one to kill a man and then. Deswegen war das Blut halt auch so verdünnt, ne? The only trace it leaves is a small puddle on the ground.
Also irgendwas fehlt noch. Also die Aufgabe sagt ja, wir müssen nach St. Albans. So, dann gehen wir da natürlich nochmal hin und schauen mal, der Pfeiler im Dings soll die Lösung sein. Wie war das? Neptun, Bulle, Brücke, Mithras. Ich glaube, wir brauchen jetzt einen Haken. Wir basteln uns mal noch die Armbrust zusammen. Ich habe halt die Vermutung, diese verbleibenden Minuten werden wirklich zu knapp. Zumindest um alle Enden dann noch zu zeigen, wie ich es ja in den letzten Folgen auch gemacht habe. Oder ich schneide das halt einfach alles irgendwie zusammen. We should use these metal rings to help us. There might be something behind these leaves. I have to find a way of getting there. Kann ich jetzt vielleicht die Armbrust nehmen, um dann das Ding rüber zu schießen? Sag ich ja. I should use the appropriate object here. Mechanismusstelle, sehr schön. Griffanschluss. Oh, der müsste doch theoretisch. Ups, nein! Habe ich das abgebrochen, ich Vollidiot. Also, der Schaft muss an die Schaftstelle. Irgendwie. Der Mechanismus muss an die Mechanismusstelle. Der Griff muss an den Griffanschluss. Haben wir jetzt noch. Geht hier noch was? Ah. Magst du den Pfeil auch mitnehmen? Okay, wir haben die Armbrust und jetzt fragen wir hier hinten noch Seile. Ich glaube, die könnte man jetzt auch gebrauchen, um dann halt den Pfeil rüber zu schießen und dann im besten Fall wahrscheinlich Watson rüberklettern zu lassen. It is a statue of Minerva. Neptune, the god of the sea. It is a broken statue of a bull. So, dann probieren wir mal unser Glück. Okay, ich kann mit X-Coil den Atem halten. Man muss damit X auch feuern. Das hat mich gerade ein bisschen überfeuert, tatsächlich.
Na, das ist halt wieder so ein Ding, ja, natürlich. Ernsthaft. Er hält halt auch die Armbrust komplett schief. Kann er das nicht mal vernünftig machen? Oh! Da lässt das Ding halt auch keine Toleranz zu. Jetzt aber. Mal gucken, ob das jetzt auch noch ein Minispiel wird oder ob ich es einfach so überqueren kann. Das ist auch ein Minispiel. Bist du doch fast da? Nein! Oh. Hätte noch einen Schritt machen müssen. No. Ach Gott. Ich bin mir halt auch nicht sicher, ob ich das halt mal gedrückt halten muss. Nein, ich drücke doch in die andere Richtung. Den kann ich nicht einfach. Also es sieht halt voll leicht aus, ich weiß. Aber es ist halt gar nicht so leicht. Also dieses Timing ist halt einfach eine Katastrophe. Nein, ich hab da gar nicht in die Richtung gedrückt. Ah, ey. Das frustriert mich gerade alles sehr. Geh doch einfach. Ich kann halt ein bisschen sehen. Ach. Wer macht denn sowas? Nein, ihr habt da gar nicht in die Richtung gedrückt. Das ist halt, manchmal denkt man halt einmal, dann schwingt er halt sofort wieder zurück in die andere Richtung. Zum Beispiel jetzt. Jetzt habe ich einmal gedrückt nach rechts. Wollte dann gehen, dann fällt er halt der Villager. Oh.
Gott. Nein, warum? Du bist doch da. Oh. Und noch eine Höhle. Also, aber es gab eine Goldtrophäe, für was auch immer. Mann. Are we inside the hidden temple of Mithras, Holmes? I am not sure. We had better be careful. Mithras Tempel. Vorsichtig sein. Wie man es gerade eben gesehen hat, ist natürlich vorsichtig mein zweiter Name. Okay, wir wollen nicht wieder hoch, sondern wir gehen mal. Gucken, ob es hier irgendwelche Trittplatten gibt, auf die man vielleicht treten kann, und dann stirbt man jemand nicht. Bisschen wie Indiana Jones. Oder Lara Croft. Which way should we go, Holmes? There ought to be some clues here. Let's take a look around. I saw this symbol in the tunnels underneath the Frigidarium. I saw this symbol in the tunnels underneath the Frigidarium. Also angezeigt wurde mir eigentlich das hier, ne? I saw this symbol in the tunnels underneath the Frigidarium. I saw this symbol in the tunnels underneath the Frigidarium. Wir gehen jetzt einfach erstmal ins Erstbeste rein. Gucken, ob wir einfach jemals sterben. Halt. Ich habe da eine Idee, was das sein könnte, dieses Symbol. Meinst du, hier ist noch ein Symbol, was wir in Okay. Wir haben doch das hier. Ich glaube, das sollte man der Reihenfolge nachgehen. Wir haben als erstes dieses mit dem. Das hier, ne? Fangen wir doch mit dem an. Ich war das halt auch der Hinweis, dass wir das nehmen sollen. Dass uns diese Hinweistafel da auch hingewiesen hat. Okay, hier gibt es weitere Symbole. Wir rufen uns das Ding hier nochmal auf. Was ist denn auf der nächsten Ebene? Dieser kammartige Bogen, der hier. Natürlich ist hier ein riesengeheimer Tempel unter einer Brücke. Grundsätzlich hätte ich jetzt behauptet, dass er halt. Der rote ist der schwerste. Mal den roten hier mal runter. Rätsel gelöst. Okay, wir sind jetzt beim Kamm rausgekommen. Was haben wir hier noch für ein Symbol?
den Helm und den hier umzubauen. So, doch hier kann man sogar noch besser sehen. Der hier. Ja, ich habe die Vermutung, wir werden diesen Fall nicht in 3 Folgen lösen. So, wir haben das Schwert, dieses Ding und den Käfer. Der hier müsste es sein, ne? Wir waren eben beim Helm. Das hier. Ich hoffe, wir kommen hier richtig raus. Das hier. Ging es eigentlich immer rechts und links lang? Okay, das hier ist scheinbar das gleiche. Das ist schon mal gut. Okay, Holzplatten, schnell drüber. Ist das hier was passiert? Theoretisch müsste es ja jetzt der Helm sein. Ja. Hier geht es hoch zu einer Tür. Hier ist verschüttet. Also gibt es bloß den Helmweg, wo ist denn weg? Still fresh. Perhaps Sir Rodney passed by here. No, I do not think so. Remember, he went no further than the catacomb underneath the Frigidarium. The murderer left this lamp. Okay, hier gibt es irgendwelche Hebel zum Aktivieren. Hier gibt es noch eine Treppe. Hier ist erstmal nichts weiter, außer hier der Durchgang. Dann würde ich grundsätzlich sagen, aktivieren wir mal den Hebel. Watson, I need your help. Müsste das hier auch gegangen sein. Schalterritze. Geil.
vermute, das kann ich nicht mal überspringen. Jetzt ist Watson auf jeden Fall erstmal so eine gefangen. Er kann nur das Tor aufmachen aus dem. Aber doch, wir kommen zum Dings. Also theoretisch müsste jetzt. Okay, das ist kein Witz, oder? The golden knife of Mithras. A long-lost relic has resurfaced. Watson, it is time to conclude this case. Excellent. Now, we should find another way of getting out of here. Verbinden tun wir nachher. Hier oben ist die Tür, durch die wir flüchten müssen. Nee, das kann ja so nicht sein. Wir müssen den hier erstmal loslassen. Wechseln dann zu Watson. Wäre die Tür zumindest da oben offen. Aber wir kriegen Watson hier nicht raus. Also müssen wir erst Watson rausholen. Ist weiterhin keine Tür offen. Das müsste die Tür neben Watson sein, ne? Gehen wir mit Watson hier hin. Und das. Jetzt geht auch langsam die Zeit aus, also nicht in dem Rätsel, sondern eher die Zeit, dass die PlayStation aufnimmt. Aber ich glaube, ich müsste es gleich haben. So, jetzt gehen wir mit Watson hier nämlich hier raus. Hier hoch. So müsste es eigentlich funktionieren. Hier ist noch ein Hebel. Mal ganz kurz gucken, was der Hebel hier macht, ob der das Tor offen hält. This mechanism seems inactive. Most likely the door it controls. Okay.
has already been opened. Dann können wir, glaube ich, zu Homes wechseln. Ne, aber nicht. Machen wir die Tür hier auf. Immer diese kurzen Animationen, das ist schon echt nervig. So. So, Schalterrätsel ist gelöst. Wir sind mit Holmes und Watson wieder an einer Stelle. Leider ist unsere Stunde auch fast vorbei. Ich muss mal schauen, wie ich das mache. Wenn die Lösung des Falls jetzt nicht nochmal so Ewigkeiten dauert, mache ich keine vierte Folge draus. Wenn sie doch länger dauert, mache ich eine vierte draus. Lasst euch, also ich hänge jetzt einfach noch hinten ran. Lasst euch überraschen, wenn gleich nach meinem Auf Wiedersehen ich einfach wieder anfange zu reden in der Folge. Nicht wundern, dann ist die Lösung nicht mehr so weit. Aber ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen in der nächsten Folge oder gleich lösen wir den Fall. Bis dann, ciao. Herzlich willkommen zurück zu Crimes and Punishment Sherlock Holmes. In der Folge oder in dem Fall das Blutbad. Entweder ist das jetzt Teil 2 von Teil 3 oder Teil 4. Ihr werdet es ja sehen. Auf jeden Fall haben wir uns jetzt mit dem Schalterrätsel haben das Schalterrätsel gelöst und reisen jetzt zurück, um eigentlich den Fall zu lösen. Und je nachdem, wie lange es halt noch dauert. Und was hängt hier gerade? Okay. Haben wir eigentlich nur noch die Herleitung? Gucken mal, wo wir jetzt sind. Und schauen mal, ob wir alles hinkriegen. Also entweder war es Blinkhorn mit dem Eisdolch. Garrows kann es natürlich auch gewesen sein. Aber dann passt das hier nicht. Paranoia. Garrows leiden wohl zu stark. Das ist Rodneys großer Entdeckung für vier Angst vor dem Mithrasflug und entwickelt extrem Paranoia. Und halt mit dem Eis durch. Garrow mit dem Eis durch. wir ändern hier oben mal die Methode. Das war Garrow mit dem Silber durch. Wir nehmen nochmal kurz Garrows Schwäche, dann passt das hier wieder nicht. Blinkhorns Demütigung. Dann hätten wir Blinkhorn mit dem Silber durch. Oder wir müssen. Tja. Übernahme aufhalten. Obwohl Pitkin der Inhaber der Therme ist, hätte er sie verloren, denn diese große Entdeckung hätte alles verändert. Durch sie wären die Therme zu einer permanenten Auskommensstelle geworden, so hätte Pitkin seine kommerziellen Ziele nicht erfüllen können. So, Pitkin mit dem Silber durch. Oder halt. Eis durch. So. Einer von den dreien müsste es gewesen sein. Ja, es ist jetzt schwierig. Also, ich würde sagen, wir gucken uns das einfach. Also, was würde ich dann sagen? Also ich würde grundsätzlich den Eisdolch sagen, weil Garrow hat ja gesagt, er hätte es dann ins Feuer geworfen, also vermutlich um das halt abzuschwächen, quasi als Opfergabe. Also
Aber das wäre denn. Aber er wird ja kein Silber bei sich mit sich rumgeschleppt haben. Ich würde tatsächlich das so sagen. Pitkin ist halt so ein Typ, so auf seine Geschäfte fixiert. Wir nehmen das jetzt einfach mal, würde ich sagen. Pitkin und der Eisdolch. Und wir machen natürlich keine Gnade. Also er tötete Sir Rodney, um den Fund zu vertuschen. Für ihn war das einzig, der einzige Weg, die römischen Thermen vor groß angelegten Ausgaben zu bewahren. Er verwendet die Reproduktion des... Nee, macht ja eigentlich auch keinen Sinn. Pitkin war von Bancliff gedemütigt worden, da er entwarf einen Plan, um zuerst Bancliff aus dem Weg zu räumen und danach Öffentlichkeit an sich bekennen. Zum Beispiel, die Besitzer der Thermobancliff vor kurzem vor einer Anlage zu entreißen. Hätte Bancliff die Kompromisse akzeptiert, Pitkin ihn nicht ermordet. Ja, nimm das. Gucken, was noch kommt. Aber so richtig sicher bin ich mir halt auch nicht. I'm feeling rather uncomfortable. Why have I been put into these cuffs? I fear that you had better get used to them, Mr. Blinkhorn. They are your reward for the murder of Sir Rodney Bentcliff. What? No, that's a lie. It is regrettable, for you are a talented archaeologist. I will request that you are placed in a prison where you are unable to dig an escape tunnel. That is, of course, if they decide that you shall live. You the consulting detective who salutes your intelligence in performing the perfect crime, yes, but also the gentleman who detests your motivation. You know nothing. You wish to be the one who would reveal this to the world. Is that the golden knife? How? I also like to dig, you see. I only followed your trail. Such a pity that there is always someone willing to steal your credit, wouldn't you say? And there was the chance of a lifetime. You had to take it. It was not to be shared. But now I am here, and there is no one who will stop the tread of justice, Mr. Blinkhorn. Goodbye. Tja. Also mir ist halt auch aufgefallen jetzt gerade eben noch das mit dem Golddolch. Das habe ich ja gerade komplett außer Acht gelassen. Dass ja zumindest derjenige, der Mörder ist, da ja auch gewesen sein muss wegen der Lampe. Der Paranoia-Typ wird ja nicht noch mehr gemacht haben, sondern er wollte halt einfach bloß, dass die Paranoia aufhört. Der andere ist halt kein Archäologe und könnte die Rätsel gar nicht lösen. Also blieb ja bloß Blinkhorn. Wir überprüfen das jetzt. Und wenn das halt richtig ist, dann... Ist das hier noch die Folge 3? Wenn nicht, muss man ein anderes Ende nehmen. Schauen wir mal. Richtig. Blinkhorn mit dem Eisdolch. Also wir wissen, dass es Blinkhorn mit dem Eisdolch war. Das ist ja schon mal was. Wir wählen aber mal noch ein anderes Ende. Ja, wollen wir. Bloß um das mal noch zu zeigen, was es noch so Schönes gäbe. Aber wir haben es richtig gelöst. Das gefällt mir sehr. Also es scheint noch einen vierten Fall zu geben, weil so viele Leute haben wir jetzt auch wieder nicht kennengelernt. Vielleicht sogar noch einen fünften. Je nachdem. Also wir lernen ja pro Folge ungefähr, naja, 1, 2, 3, 4, 5 Leute kennen. Wir nehmen mal noch Pikte mit dem Silberdolch und dem anderen...
Und wir lassen Gnade für Pitkin gehen. Man will sich das ja angucken. Aber auch für den anderen, also für den Archäologen, dessen Name mir jetzt wieder nicht einfällt, also auch für den wäre das keine Gnade. Er hat einen Menschen umgebracht aus niederen Beweggründen, das ist halt. Neid ist halt Kacke. Sollte sich denn hinterher schon merken. Why did you bring me here? I saw you release the others. Strictly between you and me, Sir Gregory, I admit that you played a masterstroke with your ghost weapon. I know that you killed Sir Rodney Bentcliffe. What? Nonsense! How dare you? That is not to say I support the crime. However, you are safe with me. You? I don't understand. The police shall hear my version of the facts, the one that shall reveal Sir Rodney's true nature. He was a genuine adversary, was he not, Sir Gregory? He was corrupt. Well, he certainly was. But I never did such a... Would you rather I change my mind? I trust that you will preserve the tranquility of these baths in the future, Sir Gregory. I don't know what to say, Mr. Holmes. Lestrade, if I might have a word with you, please. Jetzt hatte ich mein Mikro aus. Also wir haben ja gesehen, Pitkin mit dem Silberdolch ist falsch. Wir ändern das jetzt noch einmal, dass halt auch der Paranoia-Typ nochmal das Dings bekommt. Also als Täter dargestellt wird. Auch da würde ich sagen, nehmen wir den Eisdolch. Und dann lösen wir den Fall so, wie wir ihn halt auch gelöst hätten. Wir haben Garrow mit dem Eisdolch. Ist auch schön, dass da oben steht, diese Schussfolgerung können sie nicht ziehen, weil ihre Herleitung sich widersprechen. Und auch hier lassen wir Gnade walten. So, hören wir uns die ganze Geschichte mal an, die jetzt erzählt wird. Gleich. Jetzt. Mr. Garrow, allow me to introduce you to Dr. Watson. Mr. Garrow, please do not be alarmed. We only wish to help you. You were under an intolerable stress, but it's over now. What? I can attest that your medication affected your judgment. You will not recall, but it caused you to temporarily lose control. Did I? Are you saying I killed Sir Rodney? I am afraid so. For as my doctor will persist in reminding me every single day, drugs can be harmful. You developed a malevolent obsession with Sir Rodney. You believed him to be unworthy, sacrilegious. Oh, do not distress yourself. Prison is clearly not a suitable environment for you. What is my environment then? You're suffering from an acute form of melancholia, but you can and will be cured. All you need is rest and detoxification. I will take care of every detail. Sehr nett von Watson. Wir überprüfen auch diese Entscheidung, wie wir sehen, sie ist falsch. So, und jetzt nehmen wir unsere Entscheidung, die wir gerade eben hatten. Ihr seid immer noch in der Folge 3, weil ich sehe ja jetzt, dass... das alles nicht so lange geht, da kann man halt auch noch mal ein bisschen verlängern. Werde das zusammenpacken und dann kriegen wir das hin, würde ich sagen. So, wir hatten Schlussfolgerung. Wir hatten Blinkhorn mit dem Eisdolch, ne? Und wir hatten da alles mit drinne. Und wir lassen keine Gnade walten. Es tut mir leid für den Herrn, aber ich finde, das ist halt noch der, naja, andere halt auch, sehr niedere Beweggrund,
Beweggrund, jemanden umzubringen. Also ist es nie gut, jemanden umzubringen, aber wenn der andere in seiner Psychose gelitten hat oder an falschen Medikamenten, ist das halt immer ein Grund, also kein Grund, aber zumindest ein bisschen Gnade walten zu lassen. I'm feeling rather uncomfortable. Why have I been put into these cuffs? Also ich breche das hier mal ab, wir kennen das ja schon. That is, of course, if they decide that you should live. You know nothing. You wish to be the one who would reveal this to the world. Der goldene Dolch kam mir bei den anderen noch gar nicht weiter vor. I only followed your trail. Such a pity that there is always someone willing to steal your credit, wouldn't you say? Okay, kannst du nicht abbrechen? So doch so, ab und zu kann man es mal. But now... Das ist es also. Das Ende von Fall Nummer 3. Wir kontrollieren das nochmal. Alles richtig. Keine Gnade für Blinkton. Entscheidung bestätigen. Yep. Wollen wir Persönlichkeitseinstufung gerecht. Das Blutbad. Und ich würde sagen, hier beenden wir diese Folge. Also diese dritte Folge ist ja jetzt noch die dritte Folge. Und ich hoffe, ihr seid wieder dabei, wenn es nächsten Sonntag weitergeht mit der neuen Folge Sherlock Holmes Crimes and Punishment. Eine müsste ja noch da sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis dann. Ciao.